Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal, der Sky, und heute geht es in diesem Unreal Engine 5 Tutorial, das hier im Hintergrund ist die Unreal Engine 5, darum, wie wir unser Spiel exportieren können. Nehmen wir mal an, ihr habt ein kleines Spiel fertiggestellt, zum Beispiel meins, sieht so aus, ich klicke hier auf Play, wir haben unser Hauptmenü, dann kann ich hier auf Start Game klicken, mache ich jetzt, und bumm, wir sind hier im Spiel drinne und können rumrennen. Und das will ich jetzt exportieren, und das können wir extrem leicht machen. Wenn du die ganzen Vorbereitungen schon getroffen hast, musst du nur noch, oder generell einfach nur auf Platforms hier oben rechts klicken, dann unter Windows und dann einfach Package Project sagen. Und dann einfach nur auf Speichern drücken, also hier Package Project. Aber davor kommen noch ein paar Optionen, und wenn du die noch nicht eingestellt hast, dann bleib definitiv dran, denn ich denke mal, das wird ganz schön sinnvoll und gut für dich sein, das zu sehen. Das erste, was wir machen werden, ist, wir klicken hier oben links auf Edit, dann gehen wir auf Project Settings. Und jetzt haben wir hier eine kleine Übersicht über unser Projekt. Ich gehe jetzt hier auf der linken Seite auf Maps and Modes und werde erstmal hier meine Hauptmenü-Map, weil wenn ich mein Spiel starte, soll ja direkt das Hauptmenü geöffnet werden. Deswegen habe ich jetzt hier Editor Startup Map, Main Menu geklickt und Game Default Map, also sprich die prinzipiell, wenn keine andere Map geladen ist, dass wenn ich das Spiel starte, was soll aufgehen? Die Main Menu Map, deswegen gebe ich hier oben Main Menu ein. Ich werde bei Default Game Mode auch direkt sagen, dass es immer mein Main Menu sein soll. Ich gucke jetzt mal kurz, ob das Richtige ist, indem ich auf die Lupe draufklicke. Das ist nicht das Richtige, das war die andere. Hier, das ist jetzt aber die Richtige. Richtig. Denn in diesem wunderbaren Ordner hier, Tutorial Main Menu, das ist übrigens mein letztes Tutorial gewesen, wo ich euch gezeigt habe, wie ihr ein simples Hauptmenü erstellen könnt. Oben rechts gerade verlinkt, also wenn du noch nicht das Ganze verstanden hast, dann klick oben rechts gerne drauf. Und das ist jetzt der richtige Game Mode, also der prinzipiell für mein Hauptmenü ist. Jetzt als nächstes, und jetzt kommt das wirklich Wichtige, klicke ich auf der linken Seite unter Project auf Packaging. Hier können wir jetzt mehrere Optionen einstellen, also erstmal soll das Ganze PHK-Files nutzen, ist das hier zum Beispiel aber auch für andere Plattformen und dies und das, es spielt einfach erstmal überhaupt keine Rolle. Was wir machen werden, wir haben hier den Punkt Packaging oben. Wir klicken jetzt hier auf den File und auf Show Advanced. Und jetzt haben wir hier verschiedenste Dinge, Sprachen, irgendwie Komprimierung und tralala, das brauchen wir jetzt erstmal alles gar nicht, da kommen noch weitere Tutorials drüber. Aber hier haben wir List of Maps to Include in a Packaged Build. Manche von euch haben das Problem, ihr exportiert oder packaged euer Spiel, aber die Maps sind nicht enthalten. Und um das zu umgehen oder eher gesagt, um das zu fixen, werden wir hier List of Maps to Include in a Packaged Build draufklicken, hier auf das Plus, wir sagen zweimal das Plus, weil wir hier zwei Maps hinzufügen wollen. Das wäre, ich zeige es euch kurz, hier, das wäre erstmal meine Main-Menu-Map und dann meine Gameplay-Map, also die Map, die prinzipiell im Gameplay dann verwendet wird. Wenn ihr zum Beispiel 20 Level habt, dann habt ihr ein Main-Menu, das ist eine Map meistens, dann habt ihr 20 weitere Level, wären also 21 Karten, die ihr inkluden wollt. Alles das, worauf der Spieler an Maps spielen soll, soll hier included werden, das bedeutet, wir klicken auf alle Maps drauf. Und das machen wir, indem wir jetzt hier unsere zwei Indexpunkte hinzugefügt haben, 0 und 1, das beginnt immer mit 0. Wir klicken hier auf die drei Punkte, um eine Map auszuwählen. Und jetzt können wir als Beispiel, lass mich mal kurz gucken, auf mein Tutorial gehen. Also hier Tutorial Main Menu, oder Main Menu, so Maps, und wählen direkt die Main Menu Map aus. Das haben wir jetzt gemacht, so sieht das Ganze aus. Wir werden das gleich nochmal machen, wieder auf die drei Punkte klicken, wieder hier Tutorial auswählen, also Tutorial Main Menu, Maps, und diesmal die Gameplay Map. Und Leute, das war's schon. Wir müssen auch nicht mal speichern. Wir tun jetzt einfach hier das Fenster schließen, oben rechts, bumm, weg damit. Und dann sind wir fertig. Was wir jetzt machen werden, ist ganz easy. Wir klicken hier auf Platforms, klicken hier unten auf Windows, klicken hier auf Development. Also Shipping ist nur, wenn ihr wirklich das ganze Spiel fertig habt, ja, alles überprüft habt, alles fertig habt. Wir klicken jetzt hier auf Package Project. Der wird das Ganze nochmal dann gucken, so ungefähr. Wir sagen jetzt mal hier, wir erstellen einen neuen Ordner und ich nenne das Ganze jetzt mal Export. Das solltet ihr nicht in eurem Projektordner drin reinklatschen, sondern einen externen Ordner. Aus dem einfachen Grund, wenn ihr das mal backupt, dann habt ihr auch alle Exportversionen gebackupt und das ist dann meistens eine übelst große Anzahl an Gigabyte, die ihr da exportiert für nichts und wieder nichts. Aber in dem Fall tue ich jetzt erstmal hier einen Exportordner stellen und hier rein das Exportieren. Wir klicken Ordner auswählen und sind fertig. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze aussieht. Jetzt sagen wir mal hier Zugriff zulassen. Windows, danke. Und jetzt tut er hier einfach mal alles auflisten, was er jetzt macht. Er packaget jetzt das Spiel und berechnet das Ganze auch. Ich hoffe, mein Mikrofon rauscht gerade nicht, weil mein Kabel muss ich kurz nochmal neu justieren. Und das hat einen kleinen Wackenkontakt. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Wunderbar. Also, er tut jetzt kurz hier das Ganze berechnen und clearen und packagen. Hier steht jetzt im Output-Log nichts, weil ich gerade alles gelöscht habe und der berechnet wohl gerade irgendwas. Deswegen kann das jetzt etwas dauern. Ich denke mal, ich spule ein bisschen vor.
So, es geht jetzt erfolgreich weiter. Erstaunlicherweise tut der Unreal Engine 5 gar nicht so viel im Log anzeigen, während sie irgendwas bildet oder Shader compiled oder sowas. Es scheint so, als genau jetzt sind wir fertig, unten rechts steht's Packaging Complete. Was mich wirklich ein bisschen gewundert hat, ist, dass hier halt wirklich extrem wenig drin steht. Also allein von den Shadern, die jetzt eben compiled hat, das hat circa 10 Minuten gedauert für so ein kleines Game. Das hat mich jetzt wirklich ein bisschen gewundert, das ist in der Unreal Engine 4 nicht so. Aber es ist ein Early Access, da kommen vermutlich noch viele hinzu, denn ich sehe hier keinen einzigen Hinweis, dass Shader gerade compiled werden. Und es mag für den einen oder anderen sehr verwirrend sein, denn das kann halt bedeuten, dass euer Spiel hängen geblieben ist. Aber keine Sorge, euer Spiel ist nicht hängen geblieben, die Engine ist nicht hängen geblieben. Solange unten rechts der Kreis sich dreht, ist alles gut soweit. Deswegen einfach mal überspringen. An der Stelle, bevor wir das Ganze jetzt testen, folgt mir gerne auf YouTube, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Hinterlasst gerne Like und gebt mir auch gerne Feedback zu dem Video, falls es euch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat. Und ich bin jetzt hier in den Tutorial-Ordner drin und hier sind wir im Export-Ordner. So, ich denke mal, wenn wir jetzt hier auf Tutorial draufklicken, sollte der alles starten. Machen wir es mal. Ich bin gespannt. Ich bin tierisch gespannt. Zugriff zulassen. So, an der Stelle kurz ein Cut. Ich habe aus Versehen die falsche Main-Menu-Map gebildet. Jetzt ist es die richtige Main-Menu-Map. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier draufklicke, bam, funktioniert alles. Hier sind wir auf der linken Seite, haben wir hier unser wunderbares Menü. Start-Game, Options, Credits und Quit-Game. Quit-Game, mal kurz ausprobieren. Funktioniert. Wir starten nochmal und jetzt klicken wir auf Start Game und dann sollte das jetzt auch funktionieren. Hier ist Start Game, wir klicken drauf und bam, wir können hier ohne weitere Probleme rumlaufen. Funktioniert alles. Wenn euch das Ganze auch gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like und auch gerne ein Abo, wenn ihr neu dabei seid. Ihr könnt mich auch gerne auf Instagram und Twitter followen oder auch auf TikTok, denn da kommen immer aktuelle Videos, News und so weiter zu meinem Spiel, zu den Tutorials und Co. Und zum Beispiel auch das Video, dass ich mich darüber geärgert habe, 10 Minuten hier warten zu dürfen, ohne eine Information von der Unreal Engine. Also Unreal Engine Team, Unreal Engine 5. Bitte, 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 fügt da noch eine Information hinzu, weil ich finde das sehr verwirrend, dass es auf einmal einfach nichts gemacht hat. Ansonsten hoffe ich, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Livestream, sonntags immer um 20 Uhr, im nächsten Video, im nächsten Shorts oder halt auch im nächsten TikTok-Video. Wie auch immer. Wir sehen uns. Ciao, ciao.